Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Mit mir und warum. Oh, ja, war schwierig heute. Schwieriger Start heute. Gerade schon Probleme gehabt, dass mein Bild nicht angezeigt wurde in der Aufnahme und jetzt. Naja. Die Aufnahmen werden wohl etwas kürzer werden. Habe ich mal so beschlossen. Dafür, weil ich habe mein Zeitmanagement so ein bisschen geändert. Ich werde jetzt wahrscheinlich gucken, dass ich nur 20 Minuten Folgen aufnehme. Das heißt, es wird noch ein bisschen länger dauern, bis hier die Nacht einbricht. Dafür bleibt garantiert, dass jeden Tag eine neue Folge kommt. Zumindest fürs Erste. Das ist aber hier, könnte man hier auch. Ah ja. Na, sowas. Oh, ups. Pilze weg. Naja, egal. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte hier ein bisschen mehr ausbauen, glaube ich. Was war das? Was war das? Keine Ahnung. Oha, da geht's auch ab. Und Kollege sehe ich noch nicht. Ach ja, wir wollten uns den Kollege mal schnappen. Mal gucken, was der hier so macht. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dazu mache ich mir hier erstmal hier ein bisschen was weg und dann basteln wir uns hier noch ein bisschen was. Also mit der Ausdauer ist echt schwierig. Ja, was brauche ich denn? Beton brauche ich auf jeden Fall und hier für den Überweg die Steinchen. Was haben wir denn da? Ein bisschen was könnte ich jetzt noch an Steine machen. Hilft mir aber jetzt erstmal nicht weiter. So, schauen wir doch mal. Wir gehen nochmal hier runter. Und na, hier kommen wir auch nicht so ins Wasser. Oder kommen wir hier wieder hoch? Das ist die Frage. Ich glaube schon. So. Jetzt nehmen wir mal unsere Unterwasserpistole. Na, wo ist er? Also hier unten ist auch noch gut was zu holen. Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist der Kollege. Schwierig. Da muss man ja aufpassen. Will noch? Ach, guck mal. Was macht der denn da? Hallo, Kollege. Ach, das ist auch noch so ein Special-Vieh, ne? Was macht der denn hier? Junge. Hey, sag mal, geht's noch? Der soll mir bloß nicht nachts hier auf. Ach du Scheiße, jetzt habe ich nicht mal. Alter, was geht denn hier? Alter, wenn er mir hier nachts begegnet, dann mache ich aber die Fliege.
Hey, Scheiße. Hallo? Na, meine Beine. Fuck. Ja, komm, geh lieber ins Wasser. Alter, Mann, jetzt habe ich schon wieder Beine gebrochen. Verkackte Scheiße hier. Feral Bastard, Alter. Ja, komm, mach ein paar Luftlöcher. Mann, ich schieße jetzt in die Eier, du Sackgesicht. So, hast du das jetzt? Komm hier, noch einen. Alter, der frisst die Pfeile wie Bleistifte. Komm mal, da brauche ich gar nicht mehr zielen hier. Einfach nur schießen. Also dieser See ist auch ein gutes Versteck. Wenn jetzt nicht gerade Spucker kommen. Einfach mal hier oben so ein bisschen planschen. Oh Mensch. Hey, sag mal, stirbst du auch oder? Komm hier, Headnut. Headshot. Headshot. Alter Falter, frisst das Vieh. Ja, und da sind wir gleich auch schon am Ende einer Folge. Nein, Quatsch. Aber es zieht sich, glaube ich, so langsam hin, ne? Ihr könnt ja schon mal vorspulen und gucken, ob ich am Ende der Folge noch Bolzen habe oder hier, ja. Alter, immer noch auf das Vieh schieße. Junge, wie wär's mit Sterben? Feral Bastard. Ja, geht doch, Alter, wenn der nichts mit hat, ne? Joa, ein bisschen was hat er mit, aber ey, hallo, geht's noch? Vor allem, wo kam der her? Der war auf einmal hier. Boah, ich brauche unbedingt Munition, aber sowas von. Und am besten eine bessere Waffe oder so. Geht ja gar nicht. Ach scheiße, jetzt kann ich wieder nicht springen. Das mit meinem Bein, das wird auch nicht mehr was. Magnum, Magnum, SMG. Ja, schade. Sniper hätte er mal mitbringen sollen, ne? Immerhin schon zwei Magnum-Teile. Ich hatte doch noch irgendwo welche. Wo habe ich die denn schon wieder? Ach, die habe ich drüben, ne? Ah, Mist. Boah, wie krank, ey. Scheiße. Drei Minuten, das ist doch. Ja, kann man noch einen Frame reinwerfen. So.
So, ein bisschen Concrete habe ich noch. Potassium habe ich auch. Könnte ich ja mal ein bisschen Schießpulver machen. Ah, wieder falsch rum. So eine Feral-Bitch, Alter. Mann. Macht mich immer noch ganz kirre. Ich brauche irgendwie jetzt, ich muss mir die Federn auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ich mir unterwegs, falls ich nochmal so ein Vieh hier habe, muss ich mir was basteln. Das geht ja nicht. Ach, hier war das andere Waffenteil. Okay, Potassium kann ich noch gebrauchen. Haben wir schon mal zwei Stapel voll. Das kann auch noch da rein. Gibt es eigentlich irgendein Rezept schon für die Pilze? Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Ich kenne keins. Also ein Pflasterchen könnte ich auch mal nehmen. So, jetzt haben wir wenigstens Ruhe hier und keiner macht mir irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund. Jetzt habe ich Gunpowder, ich habe Bullet Casing, jetzt brauche ich nur noch. Da habe ich noch mehr Bullet Casing. So. Ah ne, warte mal, hatte ich das da unten? Hatte ich das hier reingepackt? Ah ja. Ein paar Tipps. Na, ist ja wenigstens 1 zu 1, da kann ich hier mal ein bisschen was verbraten. So, damit habe ich auch erstmal wieder ein bisschen Munition. Das ist gut. Jetzt bräuchte ich noch mal eine Kiste für Ammo. Sollte vielleicht hier noch so ein Podest machen und darunter so ein paar. Das mache ich jetzt auch. Decayed Bricks als Wall. Mach hier noch so eine kleine Lagerstätte. Da muss ich mir noch was einfallen lassen hier, so eine Feral-Zombie, wenn der hier in der Höhle spawnt. Alter, Falter. Muss ich mir irgendwie noch so einen kleinen Schutzraum machen oder sowas. Ja, da kann ich auch noch ein paar Kisten drunter stellen. Genau. So machen wir das.
Ja, ist mal wieder Zeit zu reparieren. Ja, ich ja eh jetzt hier wieder warten muss auf meine Ausdauer. Vielleicht gleich noch ein bisschen Reparaturmaterial machen. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt, denn da in der Ecke, da komme ich ja eh nicht an die Kisten dran, aber da möchte ich schon, das ja, da habe ich ja schon mal gesagt, dass im Hintergrund auch alles stimmt, ne? So, auch die Sachen, die man nicht sieht. Ich baue ja nicht auch ein Haus und lasse die Außenecken weg. Hier unter der Treppe kann ich auch nochmal mit Kisten auffüllen. Ich frage mich nur gerade, mit was ich den Fußboden mache. Mache ich hier einfach eine Betonfläche oder ist das hier eigentlich nur so ein 4x4 Feld? Oder nehme ich da wieder meine. Ah, ich nehme da den Fußboden wieder hier. Das passt hierzu noch. Hier kommt hier das eh mit so Mauer zu. Außerdem brauche ich ja die Steine. Für Beton und für die anderen Steine unten. So, da sollten noch schon mal Ammo-Kisten drin sein. Unten machen wir da Rollmaterial. Iron Ore? Nee. Und oben wäre dann dementsprechend die fertige Munition, aber da haben wir ja noch nichts von, also von daher lassen wir das. So, jetzt hätte ich hier gesagt, zweimal Waffen, zweimal. Gucken, da können wir noch was. Ja, und hier die vier. Health und. Sachen zum Essen, Food. So. Das passt ja ganz genau mit meinen Mäuerchen. Jetzt kommt nämlich da noch einer rein. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht in der Höhle bauen, aber irgendwie gefällt es mir hier. Kann ich nämlich hier in der Seite kommen nämlich jetzt Kisten mit Material. Materialski. Könnten wir schon mal zum Beispiel ein bisschen Holz reinpacken. Ein bisschen Iron Ore.
hole ich mir mal. Ach, ich bin wieder voll. Kann ich erstmal hacken. Schwebt so ein bisschen in der Luft hier die Mauer. Einmal Pava bitte. Und wir haben unsere 20 Minuten, die ich haben wollte, erreicht. Dann kann ich nämlich jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Vielleicht kommt sich dann ja auch wieder ein Feral-Zombie hier vorbei. Ich hoffe nicht, aber naja, man weiß es nicht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und tschüss!